Für mich geht es jetzt nach Hamburg auf Klassenfahrt. Das Problem ist, es war 1 Uhr nachts und ich hatte einfach keine Socken und Unterhosen mehr, deswegen habe ich ein Problem gehabt. Ich hatte auch erst 2 Koffer, das wäre viel zu viel gewesen, deswegen muss ich erstmal überlegen, welchen Koffer ich jetzt mitnehme. Außerdem standen im Bad noch so viele Sachen rum. Aber ich habe es dann geschafft, meinen Koffer zu packen und dann ging es auch schon los. Die ganze Klasse hat einfach gefühlt den ganzen Zug belegt und ich habe dann erstmal geschlafen. Als ich dann bemerkt habe, dass meine Sitznachbarin ihre Tage bekommen hat. Auf jeden Fall habe ich sie dann erstmal getröstet, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass es wirklich so schlimm sein soll. Auf jeden Fall hat dann die nächste Unterleibsschmerzen bekommen, deswegen musste ich sie dann auch trösten. Auf jeden Fall bin ich dann mit meiner Tomatensuppe fast hingeflogen, also es war eine ganz knappe Geschichte. Aber dann waren wir auch endlich in Hamburg und sind ausgestiegen. Ich habe dann aus Spaß mir so eine Sonnenbrille angezogen. Dann seht ihr mal im Vergleich, was meine Klassenkameraden für Gepäck dabei haben und ich. Auf jeden Fall war unser Hotel richtig komisch. Die Tür hat die ganze Zeit rumgespukt. Und ich weiß jetzt auch nicht so, ob das Hotel jetzt so der Burner ist. Aber mal gucken, ob wir es überleben.